Leute, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind am Red Bull Ring, einer der geilsten Strecken, die im Rennkalender sind, der DTM, eine meiner Lieblingsstrecken. Von daher bin ich extrem happy. Er sagt, das gesamte Wochenende Sonne, von daher super Voraussetzung für ein geiles DTM-Wochenende. Und ich bin super happy, wieder zurück zu sein im Jolly Fred. Freue mich echt auf das Wochenende. Wir sind jetzt hier, es ist schon Freitag. Wir haben um 1 das erste freie Training. Und gestern war Donnerstag und ich habe gestern mit das Geilste gemacht, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Und zwar bin ich bei einem ehemaligen Militärpiloten mitgeflogen in einem Akrobatikflugzeug, die auch diese Air Race machen. Und Alter, es war das geilste Gefühl, wie so über den Kopf zu fliegen, so Loopings zu machen, so hoch zu fliegen und wieder runter zu fallen. Auf jeden Fall, der Jan hat alles mitgefilmt. Wir haben da auch relativ geile Aufnahmen, die werden euch jetzt gezeigt. Vielen Dank an Wings for Life, an Red Bull, an Run Racing, die es ermöglicht haben mit dem Liam zusammen. Es war echt eine mega Erfahrung. Immer wieder gerne. Mir ist auch überhaupt nicht schlecht geworden. Darauf war ich richtig stolz. Und ja, ansonsten sehen wir uns nach FP1 wieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der geilen Flugaktion jetzt. Es war eine der geilsten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Es ist einfach der Hammer gewesen. Vor allem ist heute richtig geiles Wetter und wir sind über die Strecke geflogen. Also ich glaube, ich habe den coolsten Trackwalk gemacht am Red Bull Ring, den man machen kann. Ich weiß jetzt ganz genau, wo ich zu fahren habe. Nee, Spaß beiseite. Vielen lieben Dank. Es hat echt extrem viel Spaß gemacht. Und wenn ihr auch mal so eine Möglichkeit habt, dann müsst ihr das machen. Mir ist lustigerweise überhaupt nicht schlecht geworden. Ich habe es einfach nur genossen und ein bisschen geschrien. Und ja, ich werde es, wenn ich es wieder machen kann, werde ich es auf jeden Fall machen. Und jetzt geht es erstmal auf die Rennstrecke. Tag 1 geschafft, beziehungsweise Tag 2. Wir sind jetzt hier Freitagabend. FP1 und FP2. Also erstmal, ich liebe die Strecke und ich bin jetzt halt nach Le Mans erstmal wieder mit Johnny Fried gefahren und ja, mit ABS und sowas. Meine Schwester lacht, weil ich Johnny Fried sage, aber es ist ja Johnny Fried. Wir haben sehr viele wichtige Kilometer gesammelt, das war auf jeden Fall wichtig. Wir haben auch ein paar Sachen probiert. Bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Setup, um echt zu sein. Mal schauen, morgen im Quali. BOP ist hier nicht ganz so geil für uns. Audis, also es ist nie eine Audi-Strecke, aber wir sind schon wirklich ja, ungeil aufgestellt. Aber mal schauen. Unterm Strich geht es darum, wie nah ich an meinen Teamkollegen bin. Und ich weiß, was ich zu ändern habe. Wir wissen noch, was wir am Auto ändern, hoffentlich. Und dann ist morgen Q1 und Renn1 und ich freue mich, es soll auf jeden Fall wieder warm werden, beziehungsweise angenehm. Und ich habe jetzt gerade mein letztes Meeting gehabt, gehe jetzt essen, Pasta oder sowas. Und dann gehe ich schlafen und kuschel noch meine Schwester, oder auch nicht. Und dann sehen wir uns morgen wieder. guten Morgen! Es ist Samstagmorgen, die Sonne ist noch nicht da, es ist gerade ein bisschen nebelig, aber wir sind hier auch hier zwischen richtig hohen Bergen. Spaß, nee, aber ist ja, glaube ich, ganz normal in Österreich ab und zu morgens ein bisschen Nebel zu haben. Aber er sagt auf jeden Fall heute warm, von daher mache ich mir da keine Sorgen. Wir haben auf jeden Fall sozusagen Quali 1. Ich habe von einer sehr guten Runde geträumt. Von daher hoffe ich, dass das alles ganz gut klappt. Ich meine, BOP hat sich nicht wirklich geändert, deswegen hängt es echt eher davon ab, zu schauen, wie ich im Vergleich zu meinen Teamkollegen bin. Um mich darauf zu konzentrieren und nicht wirklich auf die Position bzw. auf die Gap zu P1. Weil Red Bull Ring halt einfach nicht unsere WOP-Strecke ist. Aber we will see, ich freue mich drauf, liebe die Strecke und dann sehen wir uns
nach Kolleins wieder. Also, Quali 1 ist vorbei und war ungeil. Aber wir haben irgendein Problem mit dem Auto und wir wissen nicht, was es ist. Das müssen wir vermuten. Dazu erzähle ich euch danach mehr. Aber wir können es jetzt nicht ändern. Wir werden einfach versuchen, ja, jetzt besser draus zu machen. Auf jeden Fall eine Strategie gehen, um für morgen vorzubereiten. Und dann mal schauen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Und wir werden das fertig machen und noch Pipi gehen, weil ich muss richtig trinken. Und es ist so geil, wieder Fans hier zu haben. Freut mich richtig, wieder alle hier zu sehen. Ist echt cool. Von daher, wir sehen uns nachher. Sophia, good luck. Samstagabend ist vorbei und er ist dran und ja, ich weiß ganz ehrlich, was ich sagen soll, weil ja, im Rennen, mein Gott, wir haben halt einfach die Strategie gewählt, um für morgen gut Reifen zu haben. Von daher sind wir einfach bis zur vorletzten Runde mit einem Satz gefahren. Dementsprechend war das Ergebnis natürlich nicht so gut, weil wir halt einfach hoffen für morgen. Wir haben gehofft, eine BOP-Änderung zu bekommen, bekommen wir nicht, aber jetzt haben wir auf jeden Fall mal gute Reifen. Mal schauen, wie morgen alles laufen wird. Ich hoffe, dass ein bisschen mehr passiert im Rennen. Ja, wir haben leider das Issue mit dem Auto noch nicht gefixt. Von daher, ja, mal schauen. Wir werden ein paar Sachen ändern über die Nacht. In der Hoffnung, dass es dann für morgen besser läuft. Und ja, so sieht es erstmal aus. Erst ist mein Biskuit noch hier fertig und dann packen wir es ins Hotel. Und dann schläft der schwarze Peter hier wieder bei uns im Bett. Und bringt mir hoffentlich morgen mal ein bisschen Glück. Morgen. Guten Tag und guten Morgen. Wir haben den Sonntag. Es ist geiles Wetter heute und hoffentlich auch ein geiler Tag. Mal schauen, vielleicht haben wir das Problem gefunden und wissen. Haben auf jeden Fall nochmal was am Auto geändert. Haben extrem Step jetzt gemacht und hoffen, dass es das Problem irgendwie ein bisschen löst. Aber wir sind irgendwie alles ein bisschen überfragt. Nur, boah, es kann ja nur besser laufen als gestern. We'll be right back.
kurz vor Rennen 2 und wir hatten gerade noch mal Autogrammstunde bei Schaefflers. Echt mega cool, die ganzen Fans hier zu haben. Also keine Ahnung, wenn ihr noch keine Karten habt für die letzten drei Veranstaltungen. Wir sind noch in Assen, wir sind noch in Hockenheim und am Nürburgring. Bitte kommt vorbei, es ist wirklich mega. Vielleicht versuchen wir auch noch mal, ja, oder nicht versuchen, sondern Schaeffler wird sicherlich an jedem Wochenende auch Autogrammstunden organisieren. Das ist richtig süß, vor allem waren auch gerade drei Mädels da, wo ich dann noch mit Schuhen unterschreiben sollte und sowas, habe ich dir noch Kappen geschenkt. Ja, das freut einen wirklich, weil es war lang genug, einfach ruhig hier und euch jetzt wieder hier zu haben, ist der Hammer, von daher, ja. Jetzt geht's gleich ins Autorennen, zwei, mal schauen, was wir machen können. Mal sehen, Daumen drücken. Es war gerade Rennen 2 und ich bin 15. geworden, was ja an sich nicht so schlecht, also naja, 15 ist schon schlecht, aber die Pace war ganz gut, die war eigentlich so gut wie von Müller auch und das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne gewesen, weil wir auf jeden Fall auch vom Auto her einen Schritt nach vorne gemacht haben. Wir sind noch nicht ganz da, wo wir sein wollen, aber es hat sich jedenfalls besser angefühlt. Ja, Red Bull Ring, ciao. Ich will auf jeden Fall noch einen Schnitzel heute essen und dann soll ich mal umziehen, weil ich bin ein bisschen nass und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder und Dirk, gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wie gesagt, wir haben immer noch drei Veranstaltungen, bitte kauft euch Tickets, kommt her, kommt Autogramme, bekommt ein Bild und ja, freut uns an, weil hier waren schon viele Zuschauer und es war echt cool und es wäre richtig cool, wenn noch mehr da kommen, noch mehr kommen würden, von daher, ja, checkt aus, wo ihr es kaufen könnt und dann sehen wir uns hoffentlich auf der Rennstrecke wieder.